So Sabine Schatz von der SPÖ. Sie ist eine Abgeordnete aus Oberösterreich. Und das Schlusswort zu diesem Tagesordnungspunkt Bundesstraßenmautgesetz hat Joachim Schnabel von der ÖVP. Werte Zuseher, die Reduktion der Treibhausgasemissionen, das wird in der nächsten Zeit die größte Aufgabe sein, die wir als Menschheit weltweit stemmen müssen. Und alle Indikatoren, und der Kollege Beratschnik hat es schon gesagt, zeigen darauf hin, dass es einen massiven Trendumkehr braucht, um den Klimawandel einzudämmen. Und das ist der Hintergrund, vor der der Güterverkehr steht. Das ist eine große Herausforderung in diesem Bereich. In Österreich, wir wissen es, emittieren wir zurzeit 80 Millionen Tonnen Treibhausgase pro Jahr. Im Schwerverkehrbereich sind das heruntergebrochen circa 9 Millionen Tonnen CO2. Und seit einem Jahr circa gibt es eben die Möglichkeit, im Bereich der Lkw-Maut hier vergünstigte Tarife anzubieten. Und diese wurden im vergangenen Jahr wie oft in Anspruch genommen? Sie haben gesagt, es ist gering. 140.000 Kilometer war das Ergebnis quasi einer Jahresleistung mit diesen alternativen Antrieben. Was kann man daraus ablesen? Es gibt am Markt noch keine adäquaten Produkte, um hier dementsprechend CO2-neutral im Schwerverkehrbereich unterwegs sein zu können. Es gibt hier viele Ziele, Projekte und auch Versuche, die international hier schon unterwegs sind. In der Schweiz gibt es ein einjähriges Projekt, in Bälde bei der Olympiade in Tokio werden wir sehen, dass hier Wasserstofffahrzeuge im Lkw-Bereich unterwegs sind und hier Alternativen aufzeigen. Aber damit diese Produkte marktreif werden und erwerbbar sein, wird es noch einige Zeit dauern, noch circa bis Mitte dieses Jahrzehntes. Und da wird es brauchen in dieser Zeit eine neue Infrastruktur. Wir müssen die Tankstelleninfrastruktur in dieser Zeit ausbauen und die Möglichkeit der Herstellung von grünem Wasserstoff garantieren und diesen stark unterstützen. Mein Dank gilt hier an dieser Stelle den nicht anwesenden Staatssekretär Magnus Brunner. Er hat im Bereich des ERG sich unheimlich stark eingesetzt, dass hier auch ein großes Wasserstoffpaket dabei ist, um hier den Standort Österreich auch für den Automotive-Sektor international hochzuhalten, damit wir den Anschluss international haben und hier auch weiterhin in der obersten Liga mitspielen. Also diese Mautreduktion ist für den Long Run, und ich habe schon im Verkehrsausschuss gesagt, es gäbe auch kurzfristig die Möglichkeit, hier CO2-Reduktionen zu ermöglichen. Wenn wir auf den Biodiesel zurückgreifen, hier gibt es tolle Unternehmen in Österreich, die hundertprozentig hochwertigen Biodiesel palmstofffrei produzieren, hier anbieten, dann könnten wir auch in kürzeren Schritten hier einen wesentlichen Beitrag zur CO2-Reduktion leisten. Und es gibt natürlich, und in Kürze als Abschlusssatz, und es gibt die breite Palette der alternativen Treibstoffe, E-Fuels, synthetische Treibstoffe sind andere Maßnahmen. Auch hier gibt es viele einheimische Unternehmen, die hier Produktionsanlagen errichten und dementsprechend hier Angebot machen. Veränderung, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ist die Essenz der Innovation. Und diese breite Palette dieser Essenz. Meine Damen und Herren, wir steigen an dieser Stelle aus der Live-Übertragung aus dem Nationalrat aus. Mehr Politik sehen Sie schon heute Abend. Chefredakteurin Ingrid Thurnherr begrüßt die Chefredakteurinnen zum Gespräch. Thema sind unter anderem Corona und das Impfen, Corona und der Föderalismus und die Auseinandersetzung zwischen unserem Bundeskanzler und der Europäischen Union. Ab 21:05 Uhr Politik-Runde der Chefredakteurinnen hier in ORF 3. Und jetzt gleich im Anschluss sehen Sie das Wichtigste vom Tag in Österreich heute. Ich danke für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen. 75a, der Abgeordnete Andreas Ottenschläger, Hermann Werner.